Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch daran, die erste Ebene von unserer neuen Burg aufzufüllen. Wobei das eigentlich recht gut vorangeht. Könnte zwar schneller gehen, aber vor allem, wenn man bedenkt, wie sie wieder laufen. Ja, Castle Story. Mir ist so eingefallen, die noch zuschauen sollten bei diesem Projekt, also die ich noch nicht komplett zu Tode gelangweilt habe mit dem Grundfläche auffüllen bis jetzt und dem auffüllen jetzt. Ja. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare Empfehlungen schreiben, was ich als Alternative zu Castle Story machen könnte. Ich habe schon an Medieval Dynasties gedacht. Wenn es irgendwann mal uns Zähl ist. Also gescheit uns Zähl. Bei Medieval Dynasties hat auch das Problem, es ist Early Access und ich bin bei Early Access immer etwas vorsichtig. Ich habe ja auch Castle Story hier gerade mal für 12 Dollar, also für 10 Euro um waren es damals als Baker gemacht. War übrigens mein erstes Crowdfunding, an dem ich teilgenommen habe, falls ich es nicht schon mal erwähnt habe. Aber ja, grundsätzlich Early Access. Habe ich so viele schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wer sich zum Beispiel mein Laws of Dwarf Let's Show oder Let's Te ja doch Let's Show war es angesehen hat. Der weiß, wovon ich rede. Das war auch ein Spiel mit Potenzial, so wie Gnome Moria auch, aber ist genauso. Ja, der Entwickler, es war halt nur ein Entwickler, muss man noch dazu als Verteidigung für ihn sagen. Hat irgendwann beschlossen, das Spiel als fertig zu erklären und dann war es das eigentlich für ihn. Deswegen bin ich bei Early Access immer etwas vorsichtig. Auch wenn ich sagen muss, dass Medieval Dynasties vom Gameplay und so weiter mir eigentlich recht gut zusagt. Wobei ich ja auch zugeben muss, ich habe mir ja Becastled gekauft und euch auch davon ein Let's Show gezeigt. Sogar ein etwas längeres mit einer neueren Version. Da kann man wenigstens zu sagen, dass der Early Access nicht ganz so übel aufgestoßen hat. Deswegen, wenn ihr so Ideen habt, Empfehlungen habt für mich, was ich noch als Alternative für Castle Story an den Sonntag machen könnte,
dann ruhig her damit. Weil bis jetzt habe ich Castle Story immer nur mit kürzeren Projekten unterbrochen. Nie mit was langem, aufwendigerem, komplexerem. Ich meine, ich könnte mir auch City Skylines mal besorgen und das Let's Play. Ich glaube, da hätten wir viel, viel Material dann. Aber nur wenn ihr mich sehen wollt, wie ich gar nichts raffe, weil ich City Skylines halt noch nie gespielt habe. Ich war schon immer wieder am Überlegen, ob ich es mir kaufen soll im Sale, weil der Sale für die Starter, also fürs Spiel selber und so, ist gar nicht mal so, nie so schlecht gewesen. Aber City Skylines ist halt ein komplett anderes Spiel als jetzt Castle Story oder Medieval Dynasties. Oder Lord of Dwarves. Oder Gnomoria. Worüber ich halt auch mal nachgedacht hatte. Leider dauert das auch noch eine ganze Weile. Es gibt ja bereits eine Steam-Page für Dwarf Fortress. Also eine Steam-Version von Dwarf Fortress, die sehr vielversprechend aussieht. Allerdings ist vor Herbst diesen Jahres kein mit keinem Release zu rechnen. So, euch verschieben wir mal darüber. Hier muss noch ein kleines bisschen gefüllt werden, dann können wir nach hier verschieben. Irgendwie fehlt da einer. So. So, du füll bitte das letzte Loch noch auf. Und dann füll bitte den Rest hier noch auf. Währenddessen gebe ich den nächsten Fletten in Auftrag. So. Hey, genau mittig. Ja, oder? Ja, genau, mittig. Ja, ich überlege halt wirklich noch. Also klar, wir werden jetzt dieses Projekt hier auf jeden Fall beenden. Wir haben nämlich nicht 70 Stunden ins Terrain gesteckt, nur um
jetzt abzubrechen oder so, keine Panik. Aber ja, auf Dauer wird es dann ein bisschen trist. Castle Story hat halt nicht so viele Features, wie man sich's wünschen möchte. Man kann zwar sehr viel kreativen Scheiß machen, aber auf Dauer ist es halt wirklich immer nur dasselbe. Dann nerven halt noch irgendwann die Bugs mit der KI vor allem. Also selbst wenn wir im freien Baumodus sind, passieren Sachen, die einfach da keinen Spaß mehr machen. Also wenn man es auf Dauer macht. Wie gesagt, es fehlen ein paar Features, die ich schön gefunden hätte, wie zum Beispiel die Flächen wieder grün zu machen. Das war leck. Ja, also hier alles einzugrünen rundherum. Hier die Rampen richtig ordentlich zu machen und so. Das hier richtig schön grün zu machen. Das sind alles Features, die nice to have wären, aber halt nicht. Halt nicht drin sind. Wieso habt ihr dann Blocking gesetzt? Okay, das war jetzt gerade eine Premiere, weil sowas habe ich auch noch nie erlebt. Weil eigentlich sollte die Höhe überall nur ein Block sein, warum auch immer der beschlossen hat, da den Block hinzusetzen. Ich meine, seid mir auch nicht böse, aber wir haben den Invasion-Modus und den Conquest-Modus ausprobiert. Und beide sind in dem Zustand, in dem das Spiel ist, halt nicht wirklich spaßig, sage ich mal. Ich habe schon von Leuten gelesen, die sagen, Conquest kann man nur gewinnen, wenn man richtig aggressiv spielt. Sprich, so früh wie möglich sich so viele Kristalle wie möglich zu sichern und dann eine Armee hochzuziehen. Und sich gar nicht mal aufs Bauen der Verteidigung konzentrieren. Hinzu kommt, dass man auf offenem Feld sowieso fast keine Chance gegen die Korruptorns hat. Also ohne Mauern. Mit seinen 15 Jungs.
So, ihr seid jetzt fertig. Das heißt, ich kann euch mal hier rüber verschieben. Und euch hierhin verschieben. Okay, der Flatten Task ist weg. Gut. Die schönen Steine haben wir auch abgebaut. Hier sind unsere Bricks dafür wieder alle da, wo sie hingehören. Das leert sich langsam wieder. So, also ich soll euch noch ein bisschen mehr leeren diesmal. Gehen wir auf 4000 runter. Ja. Es ist aber halt auch so die Sache, es gibt nicht sehr viele Strukturen halt. Also ja, schön, es gibt Weapon Racks und Storages. Produktion gibt es eigentlich nur drei Gebäude. Naja, davon ist ein Hackflock. Also die Warenvielfalt ist ja auch gering in Castle Story, was ja okay ist, weil jetzt ja eigentlich für den Invasion und den Conquer-Modus designt wurde. Wobei Sandboxing halt auch große Batzen spielt bei Castle Story. Aber für Invasion Conquest-Modus ist das halt ausreichend. Wenn sie denn richtig funktionieren würden, die beiden. Dann hier natürlich das Crafting ist eigentlich fast alles nur für Waffen. Sonst nichts. Ja, wir haben ein Katapult und Bombenfässer. Und Bärenfallen, das war's auch schon. Dann haben wir die Wards, die ganz lustig sind. Ah, sind wir mal ehrlich, die hier gerade die Decorations, wozu? Sind in diesem Spiel eigentlich ziemlich unnötig. Dafür haben wir zwar sehr viele Steinblöcke, vielen Formen und so, aber Holz ist dann wiederum sehr kurz gedacht. Gerade mal dafür da, so Brücken zu bauen oder die Plattformen auf Türmen und Rampen zum Hinlaufen. Man weiß nicht mal mehr wirklich, für was Loks zu platzieren da sind. Beams übernehmen das eigentlich komplett. Beams und Columns. Ja. Das Spiel an sich macht Spaß, aber es hat halt seine Grenzen. Sagen wir es so. Sagen wir es ganz ehrlich. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall diese Burg hier noch zu Ende machen. Das wird noch ein bisschen dauern. Definitiv. Aber wie es danach weitergeht, werde ich sehen. Oder werden wir sehen, besser gesagt. Ich bin gerne für Kommentare und Ideen offen. Wenn ihr wirklich mal was ganz anderes sehen wollt, also zum Beispiel wirklich City Skylines, schreibt mir ruhig in die Kommentare. Ich weiß, die wenigen Zuschauer, die ich habe, werden es eh nicht, aber man kann ja hoffen. Ist jetzt, glaube ich, sicherlich wieder einen Monat her, dass mir mal jemand was in die Kommentare geschrieben hat und ich muss zugeben, ich vergesst dann meistens darauf zu antworten, weil ich in dem Moment einfach keine Zeit habe, wo ich sehe und dann wieder darauf vergesse. Ich hoffe einfach, die Leute sehen es mir nach. Also ihr, meine lieben Zuschauer, meine lieben Zwergenfreunde und Burgbaufreunde.